jetzt passieren die Dinge, für die ich vor 20 Jahren für einen Trottel gehalten wurde. Weil ich habe vor 20 Jahren schon geschrieben, dass genau solche Biere in Deutschland gebraut werden sollen. Manche Dinge brauchen eben etwas länger. Ihre Ursprünge hat die Craft-Bier-Bewegung in den USA. Aber es dauerte fast 20 Jahre, bis sich Craft-Biere auch in Deutschland durchsetzten. Jetzt sind diese handwerklich gebrauten Gourmet-Biere buchstäblich in aller Munde, wie man jüngst auf dem Festival Braukunst Live in München erleben konnte. Craft-Bier, das sind mutige Biere, geschmacksstarke Biere von innovativen, unabhängigen Brauern, die ans Werk gehen wie ein Chef de Cuisine und eben ein Bier kreieren wollen, auch als Ausdruck ihres eigenen Geschmacks oder dessen, was sie immer schon mal ausprobieren wollten. Die neuen Craft-Biere sind das Gegenstück zur industriellen Massenware. Am Anfang steht eine Idee, wie das Bier schmecken soll. Diese Vorstellung übersetzt der Braumeister dann in eine Rezeptur. Die Rohstoffe sind erlesen, die Herstellung aufwendig. Was dabei herauskommt, sind Unikate in der deutschen Bierlandschaft. Der Trend ist, drink less, but drink better. Trink weniger, aber das, was man trinkt, sollte was ganz besonders Gutes sein. Der Craft-Bier-Enthusiast schätzt die Vielfalt, nicht die Masse. Er verkostet Bier nur in kleinen Mengen, um möglichst viele unterschiedliche Bierstile genießen zu können. Die Idee ist, hier kleine Mengen auszuschenken, 0,1 Liter, was völlig ausreicht, um ein Bier zu degustieren, zu probieren, sich eine Meinung zu bilden. 800 unterschiedliche Biere, vom klassischen Münchner Hellen bis zu Exoten mit besonders ausgefallenen Aromen, konnten die Besucher des Braukunstfestivals testen. Doch ist das wirklich alles Craft-Bier? Jetzt ist es auf der anderen Seite so, dass es so eine spezielle Szene sich gerade entwickelt von Microbrewers, also von kleinen Brauereien, die so als Einzelkämpfer ganz exotische, exquisite und sehr individuelle Biere brauen, teilweise zu Hause, teilweise also mit kleinen Chargen, kleine Sudkessel. Neben diesen jungen Wilden bestimmen mittelständische Brauereien die Szene. Zu ihnen zählt die Distelhäuser Brauerei aus dem Taubertal. Sie hat sich mit an die Spitze der Craft-Bier-Szene gesetzt. Die Distelhäuser Brauwerkstatt ist so etwas wie die Ideenschmiede der Craft-Brewer. Wir machen Craft-Biere eigentlich seit 200 Jahren. Craft-Biere, handwerklich gebraute Biere in hoher Sortimentsvielfalt mit wirklich großer handwerklicher Braukunst, denen sich unsere Braumeister hier widmen. Das ist in der Tat ein kreativer Prozess. Es geht darum, aus den ganz einfachen Elementen, die uns aus dem Reinheitsgebot zur Verfügung stehen, aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, immer etwas Neues zu schaffen oder etwas zu schaffen, was in Vergessenheit geraten ist. Was woanders eine Tradition hat, nicht in Deutschland, oder woanders geschätzt wird oder entwickelt wurde. Und die Vielfalt, die wir daraus generieren können, die ist unerschöpflich. Man spricht wieder über Bier, Craft-Bier, das man wie Wein oder Whisky degutiert. Bierliebhaber sind anspruchsvoll geworden und sind bereit, für eine Flasche der neuen Craft-Biere heute ähnlich viel zu bezahlen wie für einen Champagner oder eine Spätlese beim Wein. Diese Begeisterung spornt auch die Braumeister zu neuen Ideen an, die sie vielleicht schon beim nächsten Festival der feinen Biere ausschenken werden, 2015 in München.